Im Mittelalter verlief hier ein Verkehrsweg, der von Fulda nach Franken führte. Der wurde vorwiegend von Kaufleuten benutzt. Zu seinem Schutz diente damals die Festung Steckelberg. Wann sie gebaut wurde, bleibt ein Geheimnis der Geschichte. Es ist bekannt, dass im 13. Jahrhundert die Burg Steckelberg wohl von einem Raubritter widerrechtlich besetzt wurde. Nicht selten verdienten im Mittelalter dreiste Vertreter des niederen Adels ihren Lebensunterhalt durch Raub. Als der namenlose Ritter mit seinen Soldaten die Festung besetzte, durch die Wälder streifte und angesehene Kaufmannsleute ausraubte, war es mit dem Frieden in der Gegend vorbei. Der damalige König Rudolf I. hatte wohl eine recht einfache Methode, um das Land von Plünderern zu befreien. Dieser fällte das Urteil, dass die Burg Steckelberg niedergebrochen und ohne kaiserliche Erlaubnis nie wieder aufgebaut werden solle. Alles Geniale ist einfach, wenn es keine Festung gibt, gibt es auch keine Räuber. Die Burg wurde 1276 auf Befehl König Rudolfs zerstört. Wie genau sie zerstört wurde, wird leider nicht berichtet. Ob dies der Fall war oder nicht, kann nur eine Vermutung bleiben. Altertum bewahrt viele Geheimnisse. Über die Jahrhunderte hat die Burg Steckelberg viele Besitzer gehabt, sie wurde wieder aufgebaut und irgendwann wieder zerstört. Der jetzige Besitzer ließ den verbliebenen Teil von der Burg renovieren. Vor 10 Jahren wurde die renovierte Burgruine Steckelberg wieder eröffnet und kann seitdem jederzeit besucht werden. Die Burg Steckelberg ist einen Besuch wert. Hier reisen Sie in wenigen Augenblicken durch die Zeit und finden sich in einer echten Räuberhöhle wieder.